Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Diablo 2 mit der Java-Zone. Wir haben Ellie bekommen dafür, dass wir den Blutraben bezwungen haben. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur Gräfin im Schwarzmoor. Okay, ich direkt passe ich neben den Wegpunkt. Die saugen Mana ab, die Bösen. Vergiften wir sie. Ellie macht nichts, sie guckt nur zu, das ist okay. Ach, sie ist ja nur ein Bogenschützin. Oh, was ist hier los? Hier ist noch einer. Regetrank, leichter Heiltrank, Regetrank, Mensch, Wurfmittel, Schriftrolle der Identifikation. Gut, okay, wir stecken weitere Stärke in Stärke. Wir könnten sie hier auch ausrüsten, aber ich glaube, so lange wird sie nicht überleben. Deswegen lassen wir das. So ein Kiefernknochenhut, eine Badike. Zweitens ist sie nicht der Söldner, den wir wirklich brauchen. Okay, die Söldnerin. Oh, ich werde beschossen. Sag das doch. Hallo. Nicht beschossen werden. Ich brauche Mana. Nicht genug Mana. Ja, da hat sich das mit Ellie schon erledigt. Der letzte. Ja, das ging doch fix. Den Keller schon mal erledigt. Da gibt es wieder neue Mana-Tränke. Wir brauchen Mana-Tränke. Okay. Noch ein Heiltrank. Wenn mal ein. Einen schwachen. Ich brauche Mana. Mana-Trank, wer ist auch ein Mana-Trank? Nicht genug Mana. Wenn ich Heiltrank. Noch gar nicht 60 Bögen geworfen. Da habe ich echt schon 60 Speere geworfen. Hier, da ist der nächste Level. Treten hier mal ein bisschen die Fässer kaputt, weil ich da noch irgendwo was drin außer eine Falle. Gift zieht schon mal ordentlich ab. Geschafft. Dein Zauber, leichter Heiltrank, schwacher Heiltrank. Die Heiltränke. Jetzt mal gucken, warum wir da die Anzeige haben. Ach so, wir haben unter 15 Speere. Reparieren wir das eben und dann kriegen wir die Speere wieder. Einzugeschickt brauchen wir jetzt nicht wirklich. Das ist mir doch auch ein bisschen wenig. So, wir nähern uns der 60 Stärke-Marke, was Level voll ist. Dann sind wir auch schon Level 9. Zeit vergeht aber auch bei Diablo-Spielen, ne? Das ist. Muss man echt sagen. Mir eine gewisse Zeit vorgenommen für die ersten Folgen. Jetzt die dritte Folge, glaube ich, die wir an einem Stück aufnehmen.
jetzt an einem Stück aufnehme. Jetzt mal ein bisschen was haben. Ich brauche Mana. Mana. Gut. Wir kommen vorwärts. Okay. Hier brauchen wir Mana. Hier brauchen wir nicht mal 1-2 Speere, die wir werden können. Zu Topkeller Level 4. Wir kommen vorwärts. Wir kommen vorwärts. Schau, warum sind die heute alle so schnell? Irgendwie. Schnelllaufmarathon gewonnen. Ey. Extra schnell. Da gibt's aber Mana-Tränke, endlich. Das ist das, was wir gebraucht haben. Ein paar Mana-Tränke für die arme Javazone. Denn sie hat noch kein Margarin. Mana-Regeneration. Das hat weh getan. Gut, Plan. Bauen wir um. Ja, okay. Wir können auch später den Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöhen. Das werden wir dann wahrscheinlich auch tun irgendwann, weil wir dann am Hardcore-Level sind. Oh, ein Juwel. Schön. Wir heben es mal auf. Aber wenn wir es nicht unbedingt brauchen lassen, lassen wir es dabei gut sein. Aber wir müssen erstmal einen Heiltrank futtern. Kann ich schon nicht mehr gehen. Kann schon nicht mehr gehen. Kann nicht mehr gehen. Kann auch nur stehen. Der Poison-Speer ist schon echt nice. Ja, hier ist Gegner angesagt. Es ist schön, wenn die da immer so schön durch den Gift gehen. Da haben wir doch ein bisschen was aufgeräumt. Dann nehmen wir jetzt mal die ganzen leichten Heiltränke, Mana-Tränke und alles was andere, was hier noch so rumfliegt. Mit. Hier ist noch ein Mana-Trank. Und dann gehen wir mal hier ein bisschen in die Ecke. Jetzt habe ich einen Heiltrank gesoffen. Die Säufer. Jo, gut, okay. Wir geben uns jetzt erstmal die Stärke. Wir sind jetzt Level 9. Entdecken Sie die böse Gräfin, oder erledigen Sie die böse Gräfin. Liegt immer noch als Quest an. Wir haben immer noch Skillpunkte, die wir uns aber aufheben. Wo ich könnte wahrscheinlich schon den Energieschlag mehr reinstecken. Wir könnten dann auch eventuell später hier schon weitermachen. Ich hebe sie erstmal auf. Ich glaube nicht, dass das jetzt so tragisch wird. Weil wir können jetzt schon mal die Handschuhe anlegen. Dann kriegen wir 10 Stärke. Und wir können dann die Schuhe, die Rüstung anlegen. Helm können wir anlegen. Die Stärke können wir austauschen. Schon haben wir Platz für reichlich mehr Tränke. Das wird uns schon ordentlich helfen. Tränke hier mal hin. 15 Max Ausdauer ist ja genau das Richtige, was mir noch fehlt. So, okay, mir fehlen jetzt noch 5 Stärke im nächsten Level, damit wir das Signal Schild ansetzen können. Zur Ordnung schaffen.
Den ganz anderen Krempel können wir gleich verkaufen. Den brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben ja jetzt Signal Set nahezu komplett, bis auf das Schild. Es gibt uns definitiv Verteidigungswerte. Nein. Mit ein wenig Angriffsgeschwindigkeit. Und mehr Lebensraub. Klopp, 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 klopp. Dein Blut wird kochen. Nicht genug Mana. Der Blut wird kochen, sagt sie. Das wollen wir uns mal angucken. Dann gehen wir hier mal. Ui. Eine L-Rune. Na, da hat sie ja was fallen lassen. Dann gibt es ja auch... Schatz des Turmes zum Greifen nah. Schatz des Turmes zum Greifen nah. Gut, okay. Wir haben jetzt hier nichts wirklich Wichtiges gefunden. Außer ein bisschen Gold, was ich gerade nebenbei aufsammle. Heiltrank, Heiltrank. Mana-Trank. So geht das. Gut, okay. Guten Tag. Jetzt könnten wir hier auch die Bogenschützen wiederbeleben. Oder uns einen anderen netten Bogenschützen besorgen. Das wird alles nicht nötig sein. Aber wir verkaufen das Juwel, Rüstung, den Helm, den Gürtel. Den brauchen wir alle nicht mehr. Hat uns nette Dienste erwiesen. Aber nun haben wir besseres Equip. Das Schild haben wir auch bald in Benutzung. Nochmal 5000 Gold schon mal wieder in Ablage packen. Und wir bereiten schon mal auf Level 15 vor, indem wir das Equip schon mal mitnehmen. Level 15 ist dann nochmal so ein richtiger Schuh. Wir sind jetzt bei Level 9. Ah, ein bisschen können wir also noch. So. Was wollen wir jetzt denn noch machen? Ich würde sagen, wir laufen schon mal so Richtung Andariel. Dieser Ort ist unheimlich. Hallo. Okay, der Schaden ist auf jeden Fall okay, wie ihr seht. Dann kann man definitiv arbeiten. Vergessen, Wurfspieß zu reparieren. Level 12 kriegen wir denn die nächste Fertigkeit. Und gehen sie mal runter. Kann nicht mehr gehen. Kann nur noch stehen. Ich brauche Mana. Gott, ich brauche Mana. Ich brauche Mana. Geh doch. Hallo. Giftspinne vergiftet. Was viel taugt. Die machen kaum was, das sind ja brave Spinnen. Nicht.
Zack, 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 zack. Und das passt. Greift nämlich nicht an. Will mich nicht angreifen. Na gut. Was auch immer das war. Ich denke mal, wir werden gleich mal die Stäbe reparieren. Weil wir die Ebene hier erledigt haben. Gehen mal bis hier hinten hin. Oh, nein, nein. Halbwegs geklappt. Jetzt nicht um. Sagen. So mal langsam umfallen hier. Okay, wir gehen jetzt in die Stadt und holen uns mal neue Speere. Weil wir können jetzt auch gleich noch was machen. Schön euch zu sehen. Das Signons-Schild ausrüsten, das unseren Schaden schon mal ein wenig erhöht. Ausdauer und alles. Naja, ausweichen, richtig Ausdauer. Das Schild können wir verkaufen. Den nicht. Das Wurfmesser können wir erstmal identifizieren. Und jetzt, ja, kaufen. Stab bringt leider kein Geld. Sachen haben wir ja alle repariert. Ja. So, jetzt bin ich super bewaffnet. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein besserer Wurfspeer vielleicht als das Standardding da. Weil wir haben jetzt 10% abgesaugtes Leben haben wir schon. Durch das Signon-Set an sich. Da bräuchten wir diese 4% da nicht mehr unbedingt. Können wir mal gucken, ob wir da nicht was Besseres finden. 11.000, 14.000 haben wir. Gehen wir mal ein bisschen Glücksspiel. Seid gegrüßt. Aufspiel bitte. Wer bitte? Da. Ciao. Der will keine Wurfspeere verkaufen. Hat keine mehr. Nanu. Handschuhe. Ah, da. Und das und das. Wie viel Gold haben wir denn noch? 5000. Mehr Wurfspeere bitte geht. Messer. Wurfspeere sind angesagt. Wir suchen immer noch Wurfspeere. Noch nicht? Immer noch keine Wurfspeere. Das haben wir schon.
Schon mal besser als das, was wir jetzt haben. 2 Minschaden ist auch ganz okay. Und das sieht doch nice aus. Ja, okay. Und einen zum Max-Schaden. Feuerwiderstand. Und dann nehmen wir doch mal den. Erhöht den Schaden zwar jetzt nur um 1, aber dafür noch um 1 bis 2 Feuerschaden. Und wir haben 59 Angriffswert gegen Untote. Und so nochmal 21 Angriffswert, also ein bisschen besseres Aiming. Das ist okay. Das könnten wir ganz gut gebrauchen. Heiltränke haben wir auch voll. Die Anzahl ist Maximum. Dann rennen wir mal hier weiter. Ja, den Schaden merkt man sofort. Und das Zielen auch das Bessere. Lass mich hier rein. Liegt wahrscheinlich auch am Level ab. Will ich jetzt nicht tüten. Ist bestimmt da hinten der Weg nach drin. Mal schön dran vorbeigelaufen. Die Level setzen wir auch gleich. Sobald wir das nächste Level. Nächster? Nee, Level. Du Besudelter. Oh, Besudelter. Ich kann nicht mehr laufen. Kann nur noch schnaufen. Rein hier. Nochmal rein. Was sind Andariel jetzt? Hier in Ebene. So war das ja. Ah, genau. Ich weiß es. Ihr sollt aber auch mal einen Moment Zeit bekommen, mal drüber nachzudenken. Nicht jeder hat es so intensiv gezockt wie ich. Deswegen werde ich ab und zu mal ein bisschen Zeit geben, über gewisse Sachen nachzudenken. Werfen ihn da mal mit dem Speer ab. Speer. Will er nicht? Gut, dann kriegt er jetzt so richtig ein in die Fresse. Und immer drauf, immer feste drauf. Stiefel, Regitrank. Regitrank ist gut. Hier Mana-Trank, da Mana-Trank. Hier einen leichten Heiltrank, super. Ja, wir gehen erstmal weiter. Wir suchen. Ja, die Sackgasse. Nein, wir suchen nicht die Sackgasse. Wir suchen immer noch. Ja, da kommt ein Level 4. Wo wir uns denn mit Andariel zusammensetzen können. Oh, Sack. Da unten lang. Nee. So. Und tschüss. Dup. Wir haben jetzt auch mittlerweile 86 Mana. Dank Signons.
Das hilft uns natürlich enorm. Ja, dann wollen wir mal einen Mana-Trank trinken. Ein Ghoul, den lassen wir mal außen vor. Hier, da ist es Champions-mäßig was los. Oh, hier ist noch einer. Hier war noch einer. Ja, so ist das. Ah ja. Hier geht's runter. Katakomben Level 4. Verschlossen. Das waren noch keine Schlüssel. Oh je. Hit and run. Panther-Aura haben wir besiegt. Mal ein bisschen Mana. Wir erstmal die Schamanen hier besiegen. Jetzt kann ich die ganzen kleinen 1000 Mal besiegen. Jawohl. Heiltrank. Oh, ziemlich empty hier. Wir werden jetzt einfach mal was in Vitalität stecken, damit wir wenigstens ein paar Leben haben. Und wir werden das mal mit Andaria versuchen. Auch wenn ich erst Level 11 habe. Ich denke mal, wir werden den Energieschlag wenig auskillen. Brauchen wir den? Ja, den brauchen wir eh. Oder nee. Der geladene Schlag, ne? Nur den Energieschlag lässt man außen vor. Ich glaube, die beiden benutzt, also den benutzt man, den geladenen Schlag und Blitzendes Unheil. Dann machen wir Blitzschlag. Den werde ich auf jeden Fall maxen. Oder zumindest ein paar Steps reinsetzen. Aber ist im nächsten Level. Aber wir gucken mal, wie wir Andaria schaffen. Wenn wir es halbwegs schaffen, dann müssen wir es. Heben wir die Spells erstmal auf. Die Steps. Gucken erstmal, dass wir die Seiten ein wenig platt machen. Und oh, gleich kommt sie, so die gute Dame des Hauses. Alter, mein Aiming, ne? Hallo. Hallo, sie da. Bring mal einen Speer ab. Und Speer, noch ein Speer. Nicht so gut. Das geht auch. Und halb tot, die gute Dame. Ich hab gedacht, die hält mehr aus. Muss ich ja echt mal sagen. Dann nehmen wir mal ein wenig das Equip, was hier liegt. Diese Maid wird keinen Spaß mehr bereiten. Den ganzen anderen Krempel, der liegt, die Ledierten, die hat man damals halt immer aufgesammelt, weil ich selbst für 30 perfekte Steinchen oder Schädelchens. Gab es ja denn auch eine Pullrune? Der Orden heißt euch. Befürchtet sich sogar eine um. Berserkers Kopfschmuck. Oh, kein Mensch. Das ist ein Spieß. Wurfschaden. Einen Schaden, 6 bis 10. Das ist auf jeden Fall mehr als was ich habe.
Erhöht Stapelgröße, füllt die Menge auf. Ist damit doch super. Kann ich jetzt noch nichts anfangen. Ein Geschick dafür. Sehr schade. Schwert, das braucht kein Mensch. Ja gut, dann haben wir jetzt Andariel doch noch besiegt. Und sind jetzt mit Level 11 im zweiten Akt dann. Gleich. Guten Tag. Ich das ganze Equip repariert habe. Werden wir gleich mit Varif weiterziehen. Und ja. Ich bedanke mich. Und wir werden das Video... werde ich jetzt noch dran. Und dann verabschiede ich mich schon mal an dieser Stelle. Bis dahin, nach dem Video mache ich Cut. Wir reisten nach Osten, über die Berge und in die weiten Wüsten des gebrochenen Landes. Im Lauf der Tage erzählte mir mein Gefährte von sich selbst, dass er einst ein großer Krieger gewesen war und nun eine dunkle und unheimliche Last ihm schwer auf der Seele lag. Wir zogen eine Ewigkeit durch dieses lebensfeindliche Ödland. Wie lange, das weiß ich nicht. Und stets schien uns eine dunkle Wolke gerade hinter dem Horizont zu folgen. Schließlich fand die Reise ein Ende. Wir erklommen die letzte Kuppel. Dort unter uns lag unser Ziel. Das leuchtende Juwel Lut-Golein. Und dahinter das weite Meer. In jener letzten Nacht schlugen wir unser Lager auf. Vielleicht lag es am warmen Wüstenwind oder dem Geräusch des Meeres. Jedenfalls schlief ich zum ersten Mal seit vielen Wochen. Doch die Träume kehrten zurück. Aber es waren eindeutig nicht meine eigenen. Ich sah die Vision eines großen Mannes, des Magiers Talrasch. Ihr wart auch da, Tyrael. Ich entsinne mich, ich sah euch in meinem Traum. Seine Brüder hatten einen mächtigen Dämon in die Enge getrieben. Baal, Herr der Zerstörung, der in der Welt entfesselt worden war. Sie versuchten, den Dämon in einen heiligen Stein zu bannen. Doch als ihre Versuche scheiterten, opferte sich Talrasha selbstlos, den Dämon in sich aufzunehmen. Als sein Gefängnis. Er wies seine Brüder an, ihn in eine Gruft einzusperren, unter dem Wüstensand vergraben, wo er für alle Ewigkeit mit dem Dämon ringen würde. Jetzt weißt du, was ich suche, Marius. Am nächsten Morgen gingen wir über den Hügel nach Lut-Golein. Ich hatte keine Ahnung, welche Schrecken dort meiner harrten. Guten Tag. Okay, wie ich gesagt habe, auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. Euer Persecute, bis dahin.